das zeigt uns die Umwelt, was passiert, wenn wir damit nicht d'accord sind. Ja, und auch mit den Mitmenschen. Wir müssen lernen, miteinander zu leben, denn nur so wachsen wir weiter, nur so schaffen wir Dinge, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Wer hätte dann vor 100 Jahren gedacht, dass es Internet gibt? Und ich denke schon, dass in 20 Jahren noch coolere Dinge stattfinden, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Aber dafür brauchen wir dieses Frieden. Dafür brauchen wir dieses Weg von dem Keller, weg von animalischem Verhalten und weg von primitivem Verhalten, sondern wirklich dahin, Mensch zu sein. Und Mensch sein heißt, ausgeglichen zu sein bis zum gewissen Grad und denken zu können. Und das finde ich schon wichtig. Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz spannenden Gast an meiner Seite. Und zwar ist es die Frau Dr. Karella Iswaran. Sie ist eigentlich Kinderärztin und hat sich befasst mit dem, einerseits in ihrem ersten Buch ist drum gegangen, wie kann ich meine Kinder gesund erhalten, und im zweiten Buch, worüber wir heute sprechen werden, da stellt sie eine Methode vor, die heißt Beneficial Thinking, baut irgendwie auf die Hirnforschung auf und überhaupt. Und da ist ganz viel drinnen, was uns für den Alltag einfach nur viel hilft, nicht nur für Mamis. Servus, liebe Karella, herzlich willkommen. Ja, danke, hallo. Kinder? Warum gerade Kinder? Ich mochte das. Also ich habe während meines Studiums, habe ich überlegt, erstmal Psychiatrie, das war mir dann noch nicht so genehm, fand ich sehr anstrengend, und dann wollte ich Chirurgin werden, das war auch nicht gut, weil ich einen schlechten Kreislauf hatte damals schon, mit niedrigem Blutdruck und konnte nicht lange stehen und viel. Aber ich bin mit 5 Geschwistern aufgewachsen und wir hatten immer als Kinder sehr viel Spaß und ich mag Kinder. Und die Pädiatrie war wirklich und bis heute noch etwas, was ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend finde, weil wir haben Kinder seit dem ersten Tag an, bis die erwachsen werden. Und man denkt immer bei Kinderärzten, dass die nur mit Kleinkindern zu tun haben. Aber ich habe eigentlich diesen Weg, ich sehe, wie ein Mensch geboren wird und wie ein Mensch aufwächst und ein Mensch wird quasi. Es fasziniert mich immer. Dazu kam aber dann natürlich in der Geschichte meiner Arbeit, also ich war in der Uniklinik, ich habe Intensivmedizin gemacht und dann hatte ich viele kranke Menschen gesehen. Aber als ich fertig wurde mit der Facharztausbildung, das war Ende der 90er Jahre, war das dann so, dass wir hatten Impfungen und viele, viele Krankheiten, die ich in der Uniklinik gesehen habe, gibt es ja gar nicht mehr heute. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir in der Kinderarztpraxis, was ich heute habe, eine ganz andere Geschichte ist als vorher. Was aber zugenommen hat, leider, ist dieser psychologische Aspekt der Eltern, dass die haben viel mehr Herausforderungen im Leben, die sehr viel anstrengend sind, die wiederum auch die Gesundheit der Kinder beeinträchtigt. Deshalb habe ich dann überlegt, wie kann ich denen helfen? Und ich bin auf dieses Mind-Body-Medicine gestoßen. In Amerika, in Massachusetts General Hospital, gibt es in Harvard eine Abteilung von Herbert Benson. Und da habe ich Glück gehabt, ich konnte dort diese Weiterbildung machen. Und okay, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ja, genau, diese Mind ist dieses Denken und das, wie unsere Gedanken eigentlich unsere Gesundheit beeinflussen. Und was für Wege gibt es denn, das wiederum umzukehren? Das fand ich wahnsinnig spannend. Und es ist gerade heute für mich die Lösung für die Arbeit, die ich jetzt mache. Wir haben Gespräche, es ist ein Tool, das man einsetzen kann in dem Alltagsarbeit, und das kommt nicht nur mir zugute, sondern den Patienten, und dadurch habe ich weiter Spaß an meinem Job. Ich bin nicht frustriert, ich bin nicht ungeduldig. Ich verstehe, warum Eltern zu mir kommen, auch wenn es nicht immer um eine schlimme Krankheit handelt. Und ich kann denen in der Regel gute Antworten geben und die gehen auch wieder zufrieden nach Hause. Das ist mein Anspruch und so oft und in der Regel gelingt es mir. Ja, und du gibst denen dann aber auch was mit nach Hause. Heute wahrscheinlich dein Buch, aber früher dann, es geht ja, weil, wie du sagst, es geht ja auch dann darum, wie kann ich das im Alltag integrieren, was mir der Arzt da in den 3 Minuten, die man so durchschnittlich hat. Wahrscheinlich wird es bei dir länger sein. Ja, die 3 Minuten ist nur, wenn man schnelle Impfung macht. Aber für Gespräche nehme ich mir Zeit, weil es mir auch Spaß macht. Ich mag die Menschen einfach und diese Eltern sind wunderbare Menschen, die ich sehr schätze. Da muss ich nicht sagen, in Deutschland privat oder Kasse? Nee, mache ich nicht. Also ich habe tatsächlich eine Mischpraxis. Und ich habe mich geweigert, das zu machen, obwohl es ist manchmal bei den Schwierigkeiten, die man manchmal bei den Kassen haben kann,
ist immer wieder ein Überlegen, aber ich mache das nicht, weil ich habe wahnsinnig viele tolle Eltern, die Kasse, andere Kassen haben. Ich finde das gar nicht gut. Und als Arzt oder Ärztin, wenn der Job Spaß macht, dann sollte einem gleich sein, welche Patient dann kommt. Das wäre die ärztliche Ethik, aber die vertritt ja nicht jeder unbedingt. Es gibt ja, wie du gesagt hast, aus der Psychiatrie kommen auch die, die halt gerne dann wieder mit Psychopharmaka kommen. Du kommst halt mit Erklärungen, wie man auch seine Probleme anders in den Griff kriegen könnte. Ja? Jeder macht es ein bisschen anders und jeder macht es so, wie es einem passt. Für mich ist das gut jetzt. Absolut. Weil man kann ja in die Hirnchemie eingreifen mit Medikamenten oder mit unter anderem deiner Beneficial Thinking Methode. Und deswegen bitte ich dich ja mal, uns in das Haus einzuladen, womit du dich befasst. Du hast es ja dieses Gehirnmodell, Triune Brain, hast du gepackt in eine Hausmetapher. Und bitte erzähl uns doch einmal, gehen wir mal die einzelnen Stockwerke durch. Ich werde es dann auch einblenden, also dann sehen Sie jetzt daheim auch, wie das so ausschaut. Also, wohnt vor allen Dingen. Ja, genau. Also Beneficial Thinking heißt vorteilhaft denken. Und wir wissen immer, wenn wir einen Gedanken haben, sage ich mir, jeder Gedanke hat einen Wert. Und ob wir es wissen oder nicht, dieser Wert heißt, entweder macht mich dieser Gedanke krank oder bringt mich vorwärts. Und ich kann natürlich, vorwärts heißt, meine Probleme lösen und mich fortschrittlich bewegen, natürlich Probleme lösen und auch dadurch wachsen, Erfahrungen sammeln. Und ich habe von Paul MacLean, dieser alte, im Grunde genommen, ja, dieses formell genommen, dieser Bild, was er damals in den 60er Jahren gebaut hat, diese Triune Brain, was auch, natürlich ist es bei vielen wissenschaftlich heute auch vielleicht manchmal auch nicht so genau, wie es ist, weil es ist, natürlich ist das Gehirn gar nicht so einfach, aber es ist auch vernetzt in verschiedene Arealen, aber im Grunde genommen, grob gesehen, funktionieren wir so, wie ich in diesem Buch geschildert habe. Das heißt, wir haben ein Stresssystem, wir haben ein emotionales System und wir haben ein Denksystem. Und das ist immer wichtig für die Menschen, weil Neurowissenschaft ist schwierig zu verstehen und wir wollen es nicht so schwer machen. Insofern, ich habe das ein bisschen so einfacher gemacht. Und um das zu erleuchten und zu zeigen, welches Wert sinnvoll ist, der Gedanke, vorteilhafte Wert für unser Leben, für unsere Mitmenschen hat und welche weniger, habe ich ein Haus gebaut mit 3 Etagen. Und es gibt ein Kellergeschoss, ein Mittel- oder Erdgeschoss und ein Dachgeschoss. Und in diese 3 Etagen leben 3 wichtige Komponenten. In dem Kellergeschosswohnung gibt es ein Krokodil und das ist stellvertretend für unser Stresssystem. In der Erdgeschosswohnung gibt es unser Gedächtnis, unser Glücksfee und eine ganz wichtige Dame, die ihn Madame Amy nennen, das steht für Amygdala. Das ist unsere Wachperson, die uns im Grunde genommen vor Gefahr beschützt. Und in dem Dachgeschoss gibt es unser Ingenieur, nenne ich das in dem Fall, oder unser Präfrontalkortex-Denken. Und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, damit der Mensch einfach sich vorstellen kann, wie welcher Gedanke wo platziert wird. Wenn ich was Böses denke, wenn ich denke, ach du blöde Mann, oder ich ärgere mich über irgendwas, dann erkläre ich immer, das ist ein Aufzug, was die Etagen verbindet und geht der Aufzug nach unten oder nach oben. Und allein dieser Gedanke einfach mal, welcher Gedanke in welcher Richtung geht, beeinflusst meine Art zu leben. Und das ist die Grundeinstellung von diesen Etagen, was sehr einfach ist, sehr simpel ist, aber sehr erleuchtend teilweise. Und dann die Liftfahrerei, die ist dann das ist ganz putzig, wie du das beschreibst, auch drinnen. Ja. Vielleicht wollen wir tatsächlich einmal ein Fallbeispiel durchgehen, so für eine alltägliche Situation, die dir immer wieder begegnet. Du hast ja tagtäglich mit deinen Patienten beziehungsweise deren Eltern zu tun. Und da wäre spannend, um so ein Fallbeispiel durchzugehen, wie du mit denen jetzt arbeiten würdest, wie du die coachen würdest. Ja, also jeder Gedanke hat einen Wert, sage ich, damit fange ich an. Und dann frage ich, was ist denn jetzt passiert? Das Typische ist natürlich, dass ein Kind krank ist, ich sag mal Schnupfen hat und schlecht geschlafen hat. Und Eltern machen sich Sorgen und die sagen, ja, das könnte dann nochmal eine Lungenentzündung werden oder es könnte was Schlimmes werden. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, das also Elternsein heißt
Kinder sind in ganz unterschiedlichen Phasen in ihrem Leben. Es gibt Neugeborene, Kleinkinder. Also ein Kind ist auch nie immer nur ein Kind, sondern man muss immer wissen, welches Alter, weil jedes Altersgruppe hat verschiedene Probleme, mit denen man sich auseinandersetzt. Dann gibt es die Kindergartenkinder, dann gibt es die Schulkinder, die haben andere Probleme, die haben Lernprobleme, viele Diskussionen über Lernmöglichkeiten und nicht Versetzung, nicht Versetzung, Legasthenie oder nicht Lernschwierigkeiten. Also es gibt so viele Probleme, oder ADHS, das sind die anderen Themen. Und wenn die dann älter sind, in die Pubertät kommen, kommt die Frage des gemeinsamen Lebens, dieses Zuhören zueinander. Und natürlich kommt dann die Suchtproblematik und diese Problematik der Kommunikation. Bis ein Mensch 18 ist und den Weg geht, gibt es so, so viele anstrengende Etappen, die man durchgeht, aber gleichzeitig so viele schöne Geschichten. Und als erstes erkläre ich, dass alles gehört dazu. Es gibt nicht nur ein schönes Leben mit einem Kind, sondern es gibt immer Herausforderungen. Und wenn eine Herausforderung kommt, erkläre ich den Eltern, dass es eigentlich nur eine Herausforderung ist, ein Weg nach vorne, und ich muss es überlegen, wie ich damit umgehe. Ich sag mal, wenn ein Problem auftaucht, ich sag mal zum Beispiel, ein Kind hat Fieber, schläft nachts nicht und Eltern machen sich Sorgen und kommen zu mir, wenn die Kleinkinder sind, dann weiß ich, dass in der Regel ist das nichts Schlimmes, aber ich frage dann immer, warum macht man sich so viel Sorgen und Gedanken? Manchmal ist es anerzogen, manchmal ist es tatsächlich so, weil die Familie nicht geschlafen hat. Und wenn nicht schläft, hat man ein sehr waches Amy, sage ich mal, Madame Amy. Und dann sage ich denen, weißt du was, wenn du mal einen Schlafen hast, ist deine Wachfrau ein bisschen ruhiger. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich sage, du musst schlafen. Schlafen ist ganz wichtig. Zweitens, wenn das ein Gedanke ist, was einen quält, dann frage ich immer, warum denkst du das eigentlich? Also ich gebe ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ein Mädchen, die hat einen Harnwegsinfekt, und die Mutter hat sich total Sorgen gemacht. Das Kind hat einen Harnwegsinfekt. Ich sage, ja, es ist ganz leicht, war nicht viel, war eine Blasenentzündung und es ist auch schnell vorbei. Und die war nicht zufrieden mit dieser Antwort. Und das Kind bräuchte auch, weil es so leicht war, wir haben, das war eigentlich auch mehr eine Scheidenentzündung als ein Harnwegsinfekt. Wir haben gesagt, wir machen Sitzbett und wir warten, kontrollieren das, weil heute gibt man auch nicht jetzt sofort immer Antibiotika für alles. Und es gibt Dinge, welche Befunde, aber wir warten eigentlich eher 1-2 Tage und gucken, ob das besser wird, das nennt man, wenn das nur ein leichter Infekt ist. Und in der Regel geht es auch wieder weg. Aber was interessant war, die war immer noch nicht zufrieden mit meinen Antworten. Dann sagte ich, was ist das, was sie stört? Und dann kam heraus, dass er als Kind natürlich eine Katheteruntersuchung hatte, dieses Kind. Und dieser Gedanke haben diese Mutter natürlich immer verfolgt. Und dann erkläre ich denen, dass diese Gedanken, diese Sorgen tatsächlich zu Stress führen. Und dieser Stress, weil ich sage, dann geht der Aufzug nach unten in den Keller und verursacht einen Stress, was mit der Stresshormonausschüttung verbunden ist, was einem selbst krank macht. Deshalb sage ich mir, diese negative Gedanken haben einen Wert. Und die Frage wäre immer nicht warum, wieso, sondern wie komme ich denn aus dieser Situation raus? Und das erkläre ich mit dem Aufzug. Ich sage immer, wenn du das denkst, ist das ein negativer Gedanke. Wenn du denkst, dein Kind wird nicht besser, dein Kind wird schlechter, das ist kein Lösungsweg, das ist ein Angstweg, das geht immer nach unten. Denk doch immer, wie kriege ich das, dass mein Kind wieder gesund wird? Und wenn die zu mir kommen, kommen sie ja natürlich mit dieser Frage. Und ich sage denen, jetzt müssen sie von den Sorgen weg, sondern in diese lösungsorientierte, vorwärts und nach oben gezielte Weg. Und das hilft eigentlich sehr. Und du bietest ja auch die Möglichkeit oder hast da relativ viele Tools für den Switch, wie du es nennst. Wenn man sich in so einer Gedankenspirale in negativer Art und Weise befindet, wie man da rauskommt. Sag vielleicht einmal. Ich sage ein Beispiel zum Beispiel für Menschen, die gar keine Kinder haben oder für ein Problem, was wir alle haben, zum Beispiel beim Autofeld im Verkehr. Und was passiert? Wir hören, dass jemand, ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel, ich fahre Auto, ist ein grünes Licht, ich freue mich, ich bin ein bisschen in Eile, weil ich ein bisschen spät dran bin, ich fahre schnell und vor mir fährt einer ganz langsam. Und dann direkt an der grünen Ampel bleibt er ein bisschen langsam und wird gelb und dann bremst er. Und ich muss dann hinter ihm auch noch bremsen, dann ist es klar, dass jede von uns sagt, doof.
Aber es geht dann noch ein Stückchen weiter. Dann wird man auch so fast aggressiv und wird man ausfällig, ausfallend und fängt dann zu schimpfen. Und dann sieht er dann im Spiegel, dass ich schimpfe, dann schimpft er und fängt so einen Kampfmodus an. Und was im Grunde in diesem Beneficial Thinking Primärmodus ist folgendes. Ich gebe diese Madame Amy sieht was, hört was, spürt was, diese Sinnesorgane berichten ihr. Das ist tatsächlich so im normalen Leben. Und die entscheidet denn, je nachdem, was passiert, ist das jetzt eine Gefahr oder nicht. Und wenn die sagt, es ist eine Gefahr, ist, schickt ihr den Aufzug nach unten und verursacht dieses Kampfgeschichte, wo wir dann auch sagen, zeigen den Mittelfinger oder schimpfen oder mal irgendwas. Der eine macht das so, der andere so, aber es ist immer so eine Kampfreaktion. Und wenn ich aber es schaffe, zu verstehen, dass es sinnlos ist, dann erspare ich mir nicht nur diesen Kampf, sondern erspare mir auch diese für den Kampf zuständigen Ausschüttung an Stressmittel. Und diese Stressmittel wie Adrenalin und Cortison sind das, was uns eigentlich am langfristig krank machen. Ja? Und das ist das, was wir immer als stressbedingte Krankheiten nennen. Das ist die größte Teil der Krankheiten der heutigen Gesellschaft, ist stressbasiert oder hat mit dem Stress zu tun. Wie chronischen Stress, chronisch. Kurzfristiger Stress ist ja sogar gut, aber sonst würden wir ja nur rumliegen. Ja, Stress, das ist immer, ich sage immer, man träufelt, ich hatte mal eine Sendung gehabt, wo ich gezeigt habe, wie so ein Ketchupflasche, man träufelt immer ein bisschen dieser rote Stoff in das Körper und es ist eine Frage der Zeit, dass irgendwann mal, es hat nicht nur mit diesem einmal zu tun, sondern über die längere Zeit, wenn man das Verhalten nicht verändert, dass dieses Träufeln von diesem Stresshormon natürlich die Gefäße verändert, unser Stoffwechsel verändert, unser Blutdruck verändert. Und das führt dann 20, 30 Jahre später zu den Krankheiten, die wir heute haben. Deshalb lohnt sich darüber nachzudenken, wie denke ich und was mache ich denn? Abgesehen davon ist es immer so, dass wenn man in dieser Kampfsituation ist, wir können sagen, dass wir eine Kampfsituation haben, wo wir aggressiv sind und wenn uns was ärgert, dass wir dann handgreiflich werden, der Mensch oder verbal aggressiv. Dieses Verhalten ist immer ein Kampfsituation-Verhalten und das ist auch etwas, was zur Gewohnheit wird, leider. Was denn dazu führt über längere Zeit auch zu dieser Ausschüttung von diesen Stoffen? Die Nervenbahnen werden gestärkt, ja klar, weil alles, was ich immer wiederhole und wiederhole, so Myelinisierung und wie sich das dann alles nennt, ja, diese Nervenbahnen, die werden groß und fett und dick und irgendwann einmal ist es der Automatismus. Etwas passiert und... Es ist etwas passiert, es ist so, man sagt mir, der ist so. Und ich sage mir, nein, es gibt sowas nicht, dass es ich so bin, ich kann es ändern. Es gibt einen Neurowissenschaftler oder einen Neurologe, der Viktor Frankl, der war damals ist ein Begriff vielleicht, in Auschwitz. Zweiten Weltkrieg, Konzentrationslager, ja, die Eltern. Ja. Konzentrationslager, ein ganz interessanter Mensch. Und der hat es ganz auf den Punkt gebracht, was vielleicht in meinem Buch auch erwähnt wurde. Zwischen dieser Reize, die wir haben im Alltag, was auch immer der Reiz sein soll, ob das jetzt ein Arbeitgeber ist, der uns beschimpft, oder es ein Kind ist, was nicht schläft, oder weil ich selber krank bin, sind alle Reize, die mich dazu reizen, in eine Stresssituation zu kommen. Und zwischen dieser Reiz und zwischen meinen Reaktionen gibt es einen kleinen Raum. Und ich sage immer, zurück zu diesem sogenannten Switch-Prozess. Ich sage immer, in diesem Raum ist, solange ein Mensch Bewusstsein hat und atmen kann, habe ich die Möglichkeit und die Fähigkeit auch, diese Reiz und diese Reaktion nicht anzugehen. Das heißt, ich habe die Freiheit zu wählen, was ich dann mache. Es ist ein kleiner Raum, aber ich habe tatsächlich die Fähigkeit, diese Reaktion von Stressreaktion abzuwenden und eine lösungsorientierte Gedankenreaktion zu transformieren. Und in dieser Ort, in diesem kleinen Raum, liegt unsere Freiheit und unsere Wachstumsmöglichkeit. Und das kann man den Leuten beibringen. Und das ist eine neurowissenschaftliche Sache, das hat mit Esoterik nichts zu tun, mit Glauben nichts zu tun. Ich kann tatsächlich lernen und mich anders zu verhalten, als zu kämpfen. Ich kann das aber, viele Menschen wissen gar nicht, dass es A, möglich ist und B, dass es sehr, sehr selbstschädigend ist. Ich schädige mich selbst in erster Linie viel mehr, als ich die anderen schädige. Und dieser Schaden ist teilweise, wenn es über längere Zeit geht, irreversibel, weil es mich als unangenehmen Mensch macht. Meine Reaktionen sind nicht durchdacht, sondern sehr primitiv. Und es hindert mich an meinem Wachstum. Und wenn ich wächst, werde auch nicht diese Glücksempfinden haben, die er haben kann. Insofern, das Leben macht dann weniger Spaß. Ralf Birkenmühl hat es dann die Kampfhormone genannt, ja, und sie hat sich ja selber auch als eine bezeichnet, die fortwährend im Kampfmodus ist, ja. Und das war ja einer der Gründe, warum sie dann sich ja so mit den Themen befasst hat, ja.
Genau, und diese Kampfhormone machen dann auch übergewichtig, der Stoffwechsel leidet darunter. Wir haben ganz viele Sachen, die da mitkommen. Und ich glaube, der Mensch sieht dann auch nicht mehr so attraktiv aus, weil wer für den anderen, das ist für eine Kommunikation auch schwierig, weil diese Person, ich sage immer, Cortison kann man riechen. Tatsächlich im Übrigen, ja. Ja. Und das heißt, wenn ich da viel davon ausschütte, mein Gegenüber riecht das und empfindet mich als eine unangenehme Person, dann nennt man Pheromone. Und deshalb ist es, lohnt sich, an einem selbst zu arbeiten und diesen, ich nenne es die Reptilie, was in sich selbst ist, dieser Reptilienhirn nicht immer anzuwenden, weil das ist für Notfälle wichtig und dieses Madame Emi ist für uns wahnsinnig wichtig, weil die uns tatsächlich beschützt vor viele, viele Gefahren. Und es gibt Menschen, die den Amygdala verkalkt haben, die sind tatsächlich im Lebensgefahr. Aber was uns Menschen tatsächlich ausmacht, ist dieses Neuhirn, diese Denken. Und wenn ich denn in meine Herausforderung, in der Situation, in der ich bin, nicht denke, oh Gott, ich kämpfe jetzt, das ist furchtbar, mein Leben ist schlimm, sondern denke, oh, wie komme ich aus der Nummer raus? Und streng mich an mit dem Denken, dann finde ich Lösungswege. Und das kann man als Sport betrachten, dann wird das Leben immer einfacher und dann betrachtet man dich als eine erfolgreiche Person, denen es immer gelingt. Im Grunde, was einem gelingt, ist, dass man denkt, statt da zu kämpfen. Ja, und welche Wege zum Switchen würdest du empfehlen? Also es gibt ja, manche machen Pattern Interrupts, also ich kann mich erinnern, gerade bei dem Fallbeispiel, Eckhard von Hirschhausen sagt ja immer, wenn der Stau dann da ist, Nase aufsetzen, also der hat so eine Clownsnase und sagt, und dann kann man schon gar nicht mehr böse werden und herumschreien. Ja, ja, ich sage immer dann, das Switch heißt immer, das ist ja immer so ein elektrisches Signal quasi, dass ich was empfinde und reagiere sofort, ohne ganz viel nachzudenken. Es gibt eine ganz tolle Tool, diesen Raum, was ich vorhin beschrieben habe, zu erweitern. Das ist das Atmen, weil wenn ich atme, Tiefluft einatme, rege ich dieses parasympathische Nervensystem an und das beruhigt den Körper. Und hast du tatsächlich eine schöne Übung, die wir jetzt machen könnten, die Sie daheim mitmachen? Ja. Eine Atemübung. Ich sage immer, du brauchst ja gar nicht so viel. Atme einfach Tiefluft ein, sag 1, 2, 3. Und ich habe immer in meinem Buch, nenne ich es SADH, Stop, Atme, Denken, Handel, bevor du was machst. Das heißt, ich vergesse dann immer mal Stop zu sagen, aber ich habe dann doch die Möglichkeit. Und wenn die Übung kommt, dass man einfach sagt, Stop, einatmen. Und in dieser ganz kurzen Millisekunde habe ich Zeit zu denken, dass das, was mich begegnet, eigentlich keine Lebensgefahr ist. Und es gibt nichts, worüber ich kämpfen muss. Ich muss eine Lösung finden. Und ob das ein Stau ist, ob das der Typ ist vor mir, der gebremst hat, kann ich dann sagen, ja, der hat nur gebremst, es passiert nichts, ich muss anhalten. Und es ist oft so, dass ich dann die Situation einfach mal akzeptiere, was herrlich ist zu akzeptieren, statt dagegen zu kämpfen. Insofern ist es eine Gedankenkultur, die ich bei den Leuten weitergeben möchte. Das kann man, dieses Art zu denken, kann man kultivieren. Und sage ich mir, lass den Krokodil schlafen, das im Keller ist, der immer aufwacht, immer ein Riesentheater macht und brüllt und unangenehm wird. Ich kann dann einfach sagen, nein, ich atme, stopp, atme. Und dann, wenn ich Switch sage, sage ich immer, kannst du in eine neue Form switchen. Ein Switch heißt umschalten, den Schalter bei dem Aufzug umschalten, dass es nach oben geht. Und dann sage ich mal, wie komme ich aus der Nummer heraus? Und das ist immer so eine hervorragende Frage. Ich sage immer, frag nicht immer warum und frag nicht immer wieso, sondern frag mich wie. Wie komme ich aus der Nummer heraus? Und das regt dann immer den Aufzug nach oben zu gehen. Und dann denke ich, immer, ich stehe hier für hinter diesen Menschen. Wie komme ich heraus? Oder was kann ich jetzt tun, statt zu fahren, wenn du einen Stau hast? Weil dieser Kampf ist das, was uns anstrengt. Dieser Kampf ist das, was uns krank macht. Und vor allem, was bitter ist, ist, dass wir dadurch auch keine Lösungswege finden. Und machen keine Fortschritte. Weil wir wollen ja was lernen und nur durch das fortwährende Lernen können wir auch was verbessern, ja? Nur durch diese fortwärts Lernen können wir was verbessern und uns weiterentwickeln.
Und Stillstand ist immer deprimierend und unglücklich. Deshalb ist eine Weiterentwicklung, ist, ob wir wollen oder nicht, ein Muss im Leben. Nichts ja, ja, ein Muss. Ist, anders geht es nicht. Leben ist nun mal Veränderung und Veränderung tut manchmal weh. Ja? Genau so ist es. Als erstes muss ich natürlich nachfragen, wenn dieser wunderhübsche Mensch vor mir sitzt und diesen wunderbaren Namen noch mit sich gebracht hat, da muss irgendwo, also Biodeutsch hat man das, nennen Sie das jetzt, was ich ein ganz schlimmes Wort finde. Aber es scheint, als ob du Azurkroaste bist. Das sagen dann die Bayern, die Zurkroaste. Ein Zugereister. Ja, wie auch immer. Also ich bin tatsächlich, ich liebe das. Habe ich noch nie gehört, Biodeutsch, wow. Ja, spannend. Oder? Also, das scheint jetzt so PC zu sein. Political correct, dass man Biodeutsch. Ja. Also nein. Ich bin kein Biodeutsch. Ich komme aus Äthiopien ursprünglich. Meine Mutter ist Äthiopierin. Mein Vater kommt aus Indien. Meine Urgroßmutter aus China. Ich habe in Ungarn studiert, Medizin auf Ungarisch und lebe jetzt in Deutschland. Insofern, ich bin ein Biotop, würde ich eher sagen, aus verschiedenen Kulturen. Ja. Ich bin ein Biotop. Das könnte man schon als Überschrift nehmen. Das passt. Ja, aber genau. Ein Biotop, auf dem wirklich, wirklich schöne Geschichten wachsen auch. Ja. Und bevor wir aber jetzt reinspringen in deine Beneficial Thinking Methode. Zwei, drei Worte zu dir. Wie kommst du dazu, solche Bücher zu schreiben? Und warum Deutschland und warum Kindermedizin und so überhaupt? Ja, also tatsächlich ist es so, ich musste aus Äthiopien weg, als ich ganz jung war, nach dem Abitur, weil ich ein Stipendium bekommen habe nach Ungarn, weil das war ein Krieg in Äthiopien, es gab Stipendien nach Ungarn und ich hatte gar keine große Wahl, ich wollte Medizin studieren, das habe ich dann auf Ungarisch auch gemacht, ich spreche Ungarisch und das Studium war auf Ungarisch und als ich fertig wurde, konnte ich auch nicht zurück nach Äthiopien, Krieg war noch. Und ich wollte eigentlich nach Amerika. Da hat mein Bruder gelebt, aber das ging dann aus verschiedenen Gründen nicht. Mein Freund war hier aus Köln, ich bin hier in Köln gelandet und ich habe hier angefangen zu arbeiten. So bin ich dann auch hier geblieben.